Ja, und weiter geht's. Ada ist tot. Leon hat das G-Virus weggeschmissen. Und jetzt wollen wir aus dieser Anlage fliehen. Wir ignorieren einfach, dass es dich gibt. Ich habe keinen Bock mehr, Moni zu verschwenden. Ja, Leiter runter. So, komm. Goodness. Ach nee, komm. Wow! Ja, komm! Wo kommt ihr jetzt auf einmal alle her? That's not funny. Na komm, komm doch her. Einmal du. Und du. Ich will jetzt erstmal Sachen verstauen. In aller Ruhe. Boah, diese Zwitter-Zombies, die können mich doch sowas von mal. So. Das brauche ich nicht mehr. So, packen wir stattdessen nochmal den Rest, das wir davon haben, ein. Und das. Ja, mehr haben wir nicht. Okay. Let's do this. Also gut. Let's do this. So, jetzt die Modisk rein. Sicherheitsdiskette wurde akzeptiert. Vielen Dank. Okay, auf geht's. Schnell rüber. Gut. Zeitlimit, ich freue mich nicht. Also gut. Riesiger Aufzug, mit dem man zur Plattform kommt. Aktivieren. Ja, bitte. Aber hurry up. Wait, what? What now? Oh mein Gott, wunderschön. Wunderschöner Soprangesang. Komm her. Noch mehr Soprangesang. Wow.
You are disgusting, you know? Ich kann das auch einsetzen. Oh, come on, boy. Say what? No, come back! Yeah, Mouse of Doom. Let's do this again. Bäh. Ha! Oh Mann, bist du fies. Nochmal diese ekelhafte Verwandlungsszene. Mhm, schon kapiert. Ich mich versah, war ich tot. Ich meine, was soll der Kack? Hallo! Kannst du mich wohl in Ruhe lassen? Hallo! Boah, ist das eine ekelhafte Type. Seriously, no. Stirb einfach. Hilfe! I did it? Oder hast du jetzt noch eine Phase? Oh, ja. Wunderprächtig! Verrecke Drecksack. Hab keinen Bock mehr auf dich. Jetzt aber nichts wie weg. So, hab ich denn noch Muni? Kommt mir jetzt noch irgendjemand dazwischen? Ja, nein, vielleicht. Nein. Okay.
it's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Say what? Oh, come on. Das ist keine schöne Kombination von Credits. Ich meine, Szenario A, okay, Szenario B noch mit dazu. Hey? Oh, come on. Ach. Ich werde einfach irgendetwas dagegen machen. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht merken, aber ich werde stattdessen noch eine andere die richtige Musik einfügen. Ich mache hier das leiser und dann, ja, ist alles gut. Ihr werdet das nicht mehr merken. Das, was ich hier jetzt gerade für eine Ohrenvergewaltigung bei mir habe. Jedenfalls, das war Szenario A mit Leon. Da ich ja jetzt zum Gott sei Dank herausgefunden habe, wie man das Spiel speichert, ohne dass es mir abschmiert, kann ich also der Szenario B mit Claire durchmachen. So, ja. I'm very sorry about das Mega-Failen ganz zu Ende. Ich meine, ich habe nicht mal gemerkt, dass ich schon kurz vorm Verrecken bin. Schon tötet er mich. Also, ist doof. Naja, ich weiß eigentlich jetzt sonst gar nichts zu sagen. Komm, wahrscheinlich liegt's auch einfach daran, weil ich jetzt total K.O. und müde bin. Von den letzten Tagen. Ich hab sehr viel um die Ohren. Deshalb komme ich auch jetzt wieder dazu, was aufzunehmen. Halt Gelegenheit nutzen, weil auch gleich ich jetzt wieder keine Zeit mehr haben werde, beziehungsweise nicht die Gelegenheit, einfach mal ungestört was aufzunehmen. Ist ja jetzt auch egal, das habe ich jetzt geschafft. Nichts, keine Ahnung, weil ich mit Claire anfangen werde, zu ihrem Szenario. Nun ja, aber freuen wir uns jetzt einfach, dass wir diesen Teil abgeschlossen haben. Resident Evil 2. Jetzt bin ich auf mein Ranking gespannt. Das ist bestimmt grottig bis zum Ende. Na komm, zeig's mir. Zeig's mir, Baby. Rang B. Ma, kann ich klagen. So etwas in der Art habe ich mir schon gedacht, sogar auch schlechter. Anzahl der Speicherung 0. Na ja! Im Grunde genommen eigentlich zweimal, aber... Nun ja. Ihr wisst ja, diese ganze Scheiße mit Dingsbums, ja. So, Memory Card 2 nehme ich jetzt. Da funktioniert's nämlich. Claire B. Szenario 2. So, that's it. Das haben wir jetzt erstmal durch. Ja, soweit habe ich jetzt erstmal auch nichts zu sagen. Nächstes Mal geht's weiter. Szenario B, Claire Redfield, also was während dem, was Leon jetzt gerade passiert ist, bei Claire vorgefallen ist. Und vor allem, wer das Mädchen war, das bei ihr war am Ende. Die lernen wir jetzt auch noch kennen.
Und vor allem bleiben ja auch immer noch einige Fragen offen. Ist Ada jetzt wirklich tot? Was passiert mit dem G-Virus? Es steht halt noch alles offen, auch wenn alles so vieles so deutet, dass es glückliches Ende genommen hat. Es kommt noch was. Naja, ich sag jetzt erstmal, das war's von meinerseits und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil.